Also wenn es nach der Begeisterung des Publikums geht, nach dem, was wir jetzt hier in der Arena Nova erleben durften, dann entwickelt sich diese R34 Juniorentour zu einem wahren Highlight, das sich mit den großen internationalen Bewerben absolut messen kann. Und das tut auch eine Siegerin, Marie-Christine Sebester vom R34-Team, die mit Winzerin an den Start gegangen ist, gleich als Erste heute im Finale einer Prüfung mit Stechen. Du hast aber zwei Pferde mit dabei gehabt, also vom Aufwand her eine doppelte Belastung. Mit Winzerin hat es dann für den Sieg nicht nur gereicht, sondern es war wirklich ein fantastischer Umlauf, ein fantastischer Stechparcours. Wo war denn der Moment, wo du das Bauchgefühl bekommen hast, ja, heute stehe ich ganz vorne, heute kann ich gewinnen? Hast du das dann bei der Siegerung schon geglaubt? Ja, also mein Pferd ist sehr, sehr gut gesprungen heute. Und natürlich hatte ich zwei Pferde im Stechen und konnte somit ein bisschen taxieren, dass ich, wenn ich nicht mehr führe, dass ich mit der Caraluna noch schneller reiten könnte. Aber ich glaube es noch immer nicht, dass ich wirklich gewonnen habe. Dabei kommt ja heute wirklich alles zusammen für dich, für eine ganz junge Reiterin. Das volle Programm, ein volles Haus hier in der Arena Nova. Viel Musik, Interview bei der Siegerehrung mit Christian Blettenberg, jetzt auch noch vor der Kamera. So fühlt es sich dann an, wenn man zu den Topstars im Sattel gehört. Hast du das auch als Ziel? Ja, ich habe schon mal als Ziel, richtig hoch zu reiten. Und es ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, hier vor so viel Publikum auch zu siegen. Lass uns einmal ganz kurz über die beiden Pferde sprechen, über die Winzerin und aber auch über die Caraluna. Gibt es da große Unterschiede? Wie würdest du die beiden Pferde miteinander auch vergleichen? Eigentlich sind beide ziemlich gleich. Beide sind sehr zickig und eigentlich auch sehr schnelle Pferde. Nur die Winzerin habe ich erst seit einem Monat und Caraluna habe ich halt schon seit letzten August und mit der bin ich schon ein eingespielteres Team. Ist es dann jetzt ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn du mit dem jüngeren Pferd, das du noch nicht so gut kennst, gewinnst, oder freut dich das dann ganz besonders? Wie ist da die Gefühlslage? Nein, das freut mich umso mehr, weil es zeigt, dass sich das Pferd sehr schnell auf mich eingestellt hat und dass wir eigentlich ein sehr gutes Team abgeben. Ich gratuliere dir zu diesen beiden tollen Ritten, auch zu der Professionalität, mit der du an den Sport herangehst. Bleib so, wir freuen uns drauf, denn eins braucht die Nation, eins braucht der Reitsport, nämlich Profis, die richtig gut, aber auch richtig charmant reiten können. Vielen Dank. Danke.